Ist das unsere erste Mahlzeit? Das ist großartig. Wow, der Kuchen. Er ist riesig. Ich wünschte, ich hätte einen Bissen. Ich kann es kaum bei mir aushalten. Beeilen wir uns und probieren wir ihn aus. Nimm dir Zeit, Juli. Wir haben uns unsere Karten noch nicht angesehen. Hier, nimm die. Alex, du hast recht. Fangen wir mit ihnen an. Fantastisch. Ich kann den Kuchen lecken. Und ich darf einen Bissen davon nehmen? Es scheint, dass ich nichts tun darf. Verdammt. Aber das lasse ich nicht so. Lasst mir wenigstens die Creme probieren. Das ist gegen die Regeln, Juli. Das darfst du nicht tun. Lecker. Ich wage es nicht, das nochmal zu tun, sonst habe ich nichts zu lecken. Super. Es ist wirklich köstlich. Ich will mehr. Wow, das ist eine Menge Sahne. Du kannst es endlos lecken. Das ist genug, Alex. Jetzt bin ich dran. Mila hat recht. Du hast für heute genug gehabt. Ich habe mir die Nase mit Sahne eingeschmiert. Das ist auch praktisch. Ich werde noch ein bisschen zu essen haben. Ich weiß nicht, was dich betrifft, aber ich habe auf jeden Fall was zu essen. Gut, das ist so lecker. Jetzt kann ich mich definitiv nicht mehr aufhalten. Ich kann es nicht ertragen, das zu sehen. Wir müssen eingreifen, bevor sie den ganzen Kuchen aufisst. Gib es uns bitte. Nein, natürlich nicht. Ich teile nicht. Ach so? Dann nimm das, Mila. Lass mich los, Alex. Du hast überall Sahne auf deinem Gesicht. Das ist nicht lustig. Jetzt bekommst du auch noch etwas Süßes. Das ist es doch, was ihr wolltet, oder? Du hast Juli genau ins Auge getroffen. Das ist witzig. Was glaubst du, was du da tust, Mila? Ihr wolltet selbst das. Lasst uns weitermachen. Wir haben ein neues Gericht. Diesmal muss ich es öffnen. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Es ist ein Kaktus. Es sieht fantastisch aus. Ich fürchte, er ist zu stachelig. Oh ja, wie schmerzhaft. Du hättest den Kaktus nicht mehr deinen Händen anfassen dürfen. Gut, dass ich ein Pflaster habe. Wir sollten deinen Finger abkleben. Na los, danke vielmals. Und was würde ich ohne dich tun, Alex? Na also, so ist es schon viel besser. Hol die Karten, Mädels. Fantastisch, ich werde den Kaktus nicht anfassen müssen. Nicht schon wieder, ich muss es ablecken. Und ich muss zubeißen. Das würde ich gerne sehen. Mach weiter, Mila. Oh nein, das solltest du lieber tun. Ich bin bereit, mit dir hinzugeben. Und ich bin bereit für dich. Los. Jetzt reicht es aber. Mein Kopf ist dabei, sich in zwei Hälften zu teilen. Spielt Schnick, Schnack, Schnuck und entscheidet so, wer anfängt. Und das ist keine schlechte Idee. Versuchen wir es, Juli. Toll, ich habe gewonnen. Du fängst an. Alex, warum hast du das überhaupt vorgeschlagen? Wir hätten es auch ohne dich geschafft. Das tut weh. Ich habe mich auf der ganzen Zunge gekratzt. Was für ein Albtraum. Ich habe euch nur einen Streich gespielt und ihr habt mir geglaubt. Das ist nicht lustig, Juli. Leg es noch einmal. Nicht schon wieder? Moment mal, ich habe eine Idee. Wir müssen den Kaktus rasieren, dann ist er nicht mehr gefährlich. Ich denke, dieser Modus ist zu schwach. Ich schalte den Turbo-Modus an. Großartig, das funktioniert bei mir. Auf diese Weise kann ich definitiv mit den Nadeln umgehen. Leute, seht mal, es klappt. Ich könnte ein Kaktusfriseur sein. Jetzt reicht es aber. Alle Nadeln fliegen auf uns zu. Fertig, was habt ihr vorhin gesagt? Ups, wie peinlich. Tut mir leid. Stimmt. Komm schon, leg endlich den Kaktus. Schon gut, aber bleibt ruhig. Es ist nicht schwer, die Aufgabe jetzt zu erledigen. Geschafft. Egal, wie sehr ich hinauszögere, ich bin jetzt dran. Ich muss es bald tun und dass wir einen schlechten Traum vergessen. Oh, sehr bitter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es ist so witzig, das zu sehen. Mila, was glaubst du, was wagst du da? Es tut mir leid, Alex, ich konnte mich nicht aushalten. Das soll dir eine Lehre sein. Hier kommt unser neues Gericht. Ich will es öffnen. Es ist ein riesiger Chupa Chups. Fantastisch. Wow, der ist ja riesig. Ich hoffe, ich darf sie wenigstens ablecken. Lasst uns die Karten richtig mischen, damit es fair ist. Super, ich kann einen Lollipop essen.
Na bitte, ich werde es nicht einmal versuchen. Juhu, ich darf den Lollipop ablecken. Das ist nicht fair. Hör auf, wütend zu sein, Mila. Das ist nicht hilfreich. Es ist bereits entschieden. Tut mir leid, Alex, aber ich fange an. In Ordnung, ich überlasse es euch. Aua, warum hast du die Packung an mich geworfen? Ich habe es einfach nicht gemerkt. Jule kann nicht ein Karamellbonbon beißen. Was machst du denn da? Ich glaube, sie ist verrückt geworden. Du schaffst den Lollipop sowieso nicht zerbrechen. Das sehen wir mal. Ich hole mir eine Vorschlaghammer. Komm zur Vernunft, Juli, ich bitte dich. Nein, der Vorschlaghammer hat sich zerbrochen. Dein Plan ist völlig gescheitert. Gib mir den Lollipop. Ich weiß, wie man damit umgeht. Ich könnte ihn auch ablecken. Das war's. Es sieht so aus, als ob es noch eine Weile dauern wird. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht eine Maniküre? Fertig. Was kommt als nächstes? Ich versuche, ein Nickerchen zu machen. Nein, es funktioniert nicht. Alex, wie lange dauert es noch? Wir müssen dir helfen. Mila, gib mir sofort meinen Lollipop zurück. Bitte sehr. Ich wollte ihn nicht wegnehmen. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen. Was für ein cooler Apparat. Auf diese Weise kann ich viel schneller Karamell essen. Oh, cool. Es schrumpft. Da habe ich es nicht mehr viel übrig. Das kann ich beißen. Gib mir den Lollipop. Er ist so klein. Sei dankbar, dass er wenigstens noch da ist. Vielen Dank, Alex. Was ist das? Hier ist noch etwas anderes drin als Karamell. Ich hab's. Das ist Kaugummi. Schön. Na bitte, ich hätte es haben können. Juli, du solltest lieber nicht so große Seifenblasen machen. Oh nein, die Blase ist geplatzt. Alex, es sieht so aus, als hättest du recht gehabt. Juli hat sich im Kaugummi verheddert. Findet ihr nicht auch, dass es etwas stinkt? Ich glaube, der Gestank kommt unter dem Deckel hervor. Igitt, Juli, du hast recht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da drin ist. Was für ein stinkender Fisch. Aber irgendjemand muss diesen Fisch ja trotzdem probieren. Also, fangen wir besser bald an. Oh nein, ich sollte es ablecken. Und ich soll ihn beißen. Gut, ich bin die Glückste. Oho, au, mein Kopf. Es gibt keinen Grund, sich zu freuen, Mila. Und wenn du so nervös bist, Alex, lass mich anfangen. Igitt, ich bleibe lieber weit von diesem Fisch. Hast du deine Meinung geändert? So geht es nicht. Okay, wir müssen uns an die Regeln halten. Nein, ich habe meine Meinung geändert. Ich würde lieber den Fisch nicht ablecken. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Aber ich bin kein Angsthase. Ich versuche es wieder. Alex, lass mich los! Ich helfe dir nur dabei, die Aufgabe zu erfüllen. Ich habe dich nicht gebeten, mir zu helfen. Okay, jetzt bist du dran. Und damit kommst du definitiv nicht durch. Warum hast du das getan, Juli? Ekelregend. Jetzt sieht mir gut, Alex. Peter, wirst du endlich den Deckel öffnen? Na komm schon, überrasch uns. Es ist ja ein Oktopus. Was für eine Abscheulichkeit. Oh nein, ich muss das Ding lecken. Und ich muss ihn beißen. Ich habe Glück gehabt, ich darf aussetzen. Oh. Lass uns mit Schnick, Schnack, Schnuck erfahren, wer anfängt. Vivian hat verloren, also darf sie anfangen. Das ist gar nicht lustig. Oh Mann, ich habe Pech gehabt. Ist das eklig. Mega schleimig. Meine gesamte Zunge ist jetzt voller Schleim. Oh, ich habe genug gehabt. Peter, jetzt bist du dran. Du kannst doch nicht einmal das Ding ablecken. Wie soll ich denn bitte schön was abbeißen? Ich hoffe, das Ding frisst mich nicht auf. Ich glaube, die Tentakel sind seine Schwachstelle. Das Ding will mich töten. Ich kann nicht atmen. Hilfe! Keine Angst, wir werden dich retten. Wir befreien dich aus den Klauen dieses Raubtiers. Ah, das hat wehgetan. Aber wir haben es geschafft. Das war schrecklich. Ich habe mich noch nie so gefürchtet. Ach, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Du wirst ewige Erinnerungen an dieses Ding haben. Oh nein, wir haben schon wieder was Ekliges.
Ich hoffe, ich muss das Ding nicht beißen. Nein, wieso bin ich heute der Pechvogel? Oh, und ich muss den Kaktus lecken. Das wird sicher schmerzhaft. Und ich darf aussetzen. Kommt, ich werde euch helfen. Nein, 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 du kannst anfangen. Ja, wenn Peter den Kaktus erstmal aufgegessen hat, hast du nichts mehr zum Lecken. Ah, der ist doch viel zu stachelig. Das tut weh. Ich kann das Ding noch nicht immer anfassen. Du musst ihn aber lecken. Okay, fangen wir an. Aha, das hat wehgetan. Schaut mal, jetzt habe ich Stacheln auf der Zunge. Oh, das tut mir richtig leid. Warte, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich habe hier ein paar Pflaster. Na, geht's dir besser? Ja, vielen Dank. Aber jetzt bist du dran. Oh nein, das habe ich ja ganz vergessen. Wobei, Moment, ich habe eine Idee. Ich kann dem Kaktus einfach all die Stacheln rausziehen. Ich habe auch schon eine Pinzette. Das wird eine Weile dauern. Wir können aber nicht ewig warten. Aber ich will mir nicht wehtun. Okay, hör auf. Ich habe hier diesen elektrischen Rasierer. Das wird schneller. Oh, du hast recht. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Na komm schon, fang an zu rasieren. Wegen dir sind wir mit Stacheln übersät. Aber ihr wollt doch selber, dass ich den Kaktus rasiere. Los, beiß endlich was ab. Jetzt gleich. Gut gemacht. Okay. Ich glaube, das ist Hundefutter. What? Das ist tatsächlich Hundefutter. Aber wir sind doch keine Hunde. Mal sehen, wer was bekommt. Nein, ich muss das Ding ablecken. Und ich schon wieder essen. Was soll das? Ich darf aussetzen. Glück gehabt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Das ist gar nicht lustig. Na, fängst du endlich an? Ja, ja, ich mach das Ding ja schon auf. Boah, das stinkt ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das essen soll. Hier, ich habe einen kleinen Napf für dich vorbereitet. So kannst du dich ein bisschen besser in die Rolle des Hundes einfühlen. Ja, vielen Dank, aber das sieht einfach schrecklich aus. Julie, du kannst anfangen. Oh Mann, das habe ich ja ganz vergessen. Oh, dieses Hundefutter stinkt so unglaublich. Na los, du musst was ablecken. Oh, das ist mega eklig. Ich habe noch nie was Schlimmeres probiert. Ah, du hast jetzt sicher Mundgeruch, oder? Come on! No. Das ist wohl das eklige Zeug. Igitt. Deshalb kann ich dir einen Löffel geben. Na komm schon. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Was hast du angerichtet? Jetzt habe ich Hundefutter im Gesicht. Gib mir sofort den Löffel. Ah, das hat doch wehgetan. Jetzt hör auf, herumzualbern. Ja, ja, ich mach ja schon. Wir müssen ihn in den Napf reintunken. Was habt ihr angerichtet? Jetzt stink ich nach Hundefutter. Geschieht dir zurecht. Na, ich hoffe, diesmal kriegen wir was Leckeres. Wieso haben wir heute so viel Pech? Ich hasse Fisch. Und gerade ich muss ihn lecken. No! Und ich muss ihn beißen. Das ist ja noch schlimmer. Und nur ich darf euch dabei ansehen. Und euch dabei auslachen. Du kannst anfangen. Na los, bitte sehr. Oh, sieht so richtig eklig aus. Ich bin mir sicher, genauso schmeckt er auch. Oh, du hast ja echt Pech gehabt. Was ist denn da passiert? Dieser Fisch hat mir in die Zunge gebissen. Wir werden dich retten. Na komm schon. Oh, vielen Dank, das hat ganz schön wehgetan, meine arme Zunge. Come on! Ich werde mich für dich rächen. Wünscht mir viel Glück. Ah, Julie, was bist du denn so traurig? Der Fisch war doch lecker, oder?
Hör auf, mich auszulachen. Hier, das hast du jetzt davon. Ja, das hat er verdient. Oh, endlich. Wir haben was Leckeres bekommen. Ich liebe Hubba Bubba. Und ich kann den Kaugummi ablecken. Und ich darf ihn kauen. Das ist gar nicht schlecht. Ich hab Pech gehabt. Ich kann nichts probieren. Darf ich anfangen? Bitte, 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 bitte. Ja, okay. Endlich kriege ich auch mal was Leckeres. Das ist einfach unglaublich. Aber das ist viel zu wenig. Ich möchte den gesamten Kaugummi ablecken. Dafür rolle ich ihn aus. Hey, was machst du da? Du sammelst meinen gesamten Kaugummi voll. Das geschieht dir zu Recht. Jetzt musst du das Ding kauen. Ich kann nicht. Oh, das ist viel zu eklig. Was erlaubst du dir überhaupt? Jetzt ist dieser angesabberte Kaugummi auf meinem Kopf. Ah, sieht voll cool aus. Wow, das ist ein Burger. Warte, nicht so schnell. Zuerst müssen wir unsere Kärtchen ziehen. Yeah, ich kann ihn ablecken. Ist ja cool. Und ich darf ihn dabei essen. Ja, okay, ich bin heute auf Diät. Ich möchte anfangen. Ich habe unglaublich Hunger. Hey, du isst doch gleich den gesamten Burger auf. Nein, nein, warte. Zuerst darf ich ihn ablecken. Nach mir willst du ihn sicherlich in den Mund nehmen. Das versichere ich dir. Ah, was könnte denn ekliger sein als ein angesabberter Burger? Oh, ist ja furchtbar. Na, Vivian, bist du bereit, deinen Lecker-Schmecker-Burger zu probieren? Come on! Oh nein, der ist doch jetzt mega eklig. Voller Sabber, wie soll ich das bloß schaffen? Nein! Das kann ich nicht. Du kannst ihn zurückhaben. No. Wollt ihr sicher keinen Burger? Nein, iss ihn. Yeah, so gefällt er mir. Oh wow, das ist ja Eiscreme. Yeah, ich darf das Eis ablecken. Und ich darf beißen. Mann, wieso muss gerade ich aussetzen? Na, weil das Eis schon mal mir gehört. Ich möchte anfangen. Nein, nein, nein. Zuerst möchte ich was ablecken. Du bist so gierig. Du wirst mir mal wieder nichts übrig lassen. Hey, was erlaubst du dir da? Ah, wie auch immer. Ich bin mir sicher, das wird mega lecker. Was? Gib mal was ab. Nein, warte. Ich habe noch nicht alles abgeleckt. Ich glaube, Peter ist ein bisschen erfroren. Er sieht aus wie ein Eisbrocken. Oh Mann, er hat mir nichts übrig gelassen. Ich habe nur noch diese Waffel hier. Liebe ich Eiscreme? Das geschieht dir zu Recht. Das sind ja Limetten. Die sind unglaublich sauer. Oh, schon wieder habe ich Pech gehabt. Ich auch. Ich muss die Dinger beißen. Ha, Glück gehabt. Ich kann aussetzen. Das wird sicher ein Riesenspaß. Na, worauf wartet ihr denn? Probiert eure grünen Leckerbissen. Ah, aua, das hat wehgetan. Wobei, Moment mal, ich habe mir was überlegt. Ich meine, die Limette von außen ist doch gar nicht sauer. No. Nein, das gilt nicht. Du musst die Limette von innen probieren. No. Mann, ihr seid voll gemein, wisst ihr das?
Die Limette scheint ja richtig sauer zu sein. Sieht aus, als hätte er einen Krampf. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Limette. Oh, da bin ich wieder. Hey, Vivian, worüber lachst du? Du musst die Limette essen, weißt du das? Oh nein, ich werde jetzt auch gleich einen Krampf bekommen. Oh nein, das sieht ja noch schlimmer aus. Du müsstest dich jetzt im Spiegel sehen. Das kriegen wir wieder hin. Da brauchst du mir nicht zu danken. Das war schrecklich. Komm mal! Lass mal erfahren, was uns erwartet. Einverstanden. Das war's? Nur ein Keks? Das ist zu wenig für uns drei. Okay. Ah, wir müssen diese Kärtchen ziehen. Oh Mann, Pech gehabt. Ah, wenn ich schnell genug bin? Nein. Okay. Jetzt ziehe ich mein Kärtchen. Oh yeah, ich kann was abbeißen. Das heißt wohl, dass ich den Keks lecken kann. Könnte schlimmer sein können. Wobei, Samantha, kann ich damit anfangen? Gerne. Du kannst den Keks ja eh nicht aufessen. Das nicht, aber ich kann die Füllung weglecken. Was? Du hast mir ja nichts übrig gelassen. Mach dir nichts draus. Du kriegst genug Sabba von mir. Hier, guten Appetit. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Hey, wie furchtbar. Als hätte mein Hund den Keks geleckt. Hey, was hab ich damit zu tun? Dann lass mal weitermachen. Kann ich diesmal anfangen? Okay. Schauen wir mal. Oh je, das ist ein Kaktus. Hoffentlich ist der aus Schokolade oder so. Aua, nein, der piekst wie ein echter. Fürchterlich. Ich kann dir helfen. Hier, ich habe ein paar Pflaster. Danke, Jack. Du bist ein echter Gentleman. Dann ziehen wir unsere Kärtchen. Okay. Oh nein, bloß nicht das. Yeah, ich darf aussetzen. Ich muss das Ding lecken. Ich muss es beißen. Wie das? Oh Mann, Pech gehabt. Dann darfst du anfangen. Ich? Wieso ich? Du fängst an. Nein, du. Wie die Kleinkinder. Es gehört dir. Nein, dir. Das reicht. Spielt einfach Scherensteinpapier. Come on! Okay. Oh, gute Idee. Schere, Stein, Papier. Ha, ich habe gewonnen. Jack, du darfst als Erster anfangen. Na, zumindest ist das fair. Hahaha, das tut voll weh. Oh, du Armer. Das war nur ein Scherz. Die Zunge ist gar nicht echt. Was für ein blöder Scherz. Du sollst den Kaktus aber in Wahrheit lecken. Oh, genau. Ich probier mal. Ich werde nicht riskieren. Ich rasiere den Kaktus einfach. So fliegst er nicht mehr. Hey, jetzt pass doch auf. Du triffst mich mit den Stacheln. So, jetzt kann ich das Ding ablecken. Amber, du kannst was abbeißen. Gib mal her, ich versuche es. Voll spannend. Hey, jetzt selbst ein rasierter Kaktus schmeckt eklig. Pfui, Teufel. Wieso geht das schon wieder in meine Richtung? Ups, sorry. Das war Amber. Was riecht hier so? Hey. Das kommt vom Teller. Lass mal nachschauen. Okay. Boah, davor hatte ich Angst. Es ist ein Fisch. Igitt, wie eklig. Stinkefisch. Come on! Zeit, Kärtchen zu ziehen. Oh no! Oh Mann, ich muss ihn lecken.
Hurra, ich darf aussetzen. Ah, was war das denn? Wie auch immer. Okay. Und ich muss ihn beißen. Bloß nicht das. Okay, ich kann anfangen. Das war schwieriger, als ich gedacht habe. Aber ich hab's geschafft. Fast. Ich bin schon dabei. Komm, lass dir helfen. Na also, geht doch schneller. Piggy, wirklich? Wie konntest du nur? Das wirst du mir büßen. Hier hast du deinen Fisch. Beiß was ab. Was hast du angerichtet? Ich war doch nicht bereit. Ich muss jetzt kotzen. Oh, das stinkt ja. Das war noch nicht alles. Die Hälfte wartet noch auf dich. Lass mich in Ruhe. Aua, das tut doch weh. Dann lass mal weitermachen. Los geht's. Wow, was für eine Megatorte. Da habe ich richtig Lust drauf. Nicht zu schnell. Zuerst die Kärtchen ziehen. Okay. Die sind auch schon bereit. Hurra, ich darf die Torte lecken. Und ich darf sie beißen. Ich darf gar nichts. Das ist voll unfair. Ich habe Lust auf Torte. Mensch, das ist voll lecker. Ich will mehr davon. Hände weg, die Torte gehört dir nicht. Seid ihr geizig? Ich hab selber nicht genug. Hey! Das reicht doch langsam. Ich will auch was abbekommen. Das war lecker. Hör auf, gib mir auch was ab. What? Was soll das? Oh, ich hab noch was auf der Nase. Du hattest recht, die Torte schmeckt klasse. Hey Samantha, gibst du mir was ab? Könnt ihr vergessen, das ist meine Torte, ist das klar? Na warte. Was hast du angerichtet? Jetzt kannst du was erleben. Das hättest du besser nicht getan. Hey! Das ging daneben. Hast du sie noch alle? Steht dir total. Ich frag mich, was da drin ist. Oh, das scheint nicht lecker zu sein. Voll eklig. Gross. Boah, nee. Pui. Nein, ich muss das Ding beißen. Ja, Glück gehabt. Hm? Ich? Okay. Okay, ich werde mir einfach die Nase zuhalten. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn ich dir die Wäscheklammer wegnehme? Nee, das ist ja voll ekelerregend. Gib mir die Klammer wieder. Jack, jetzt bist du dran. Nein. Okay. Ich kann das nicht essen. Das ist voll eklig. Du musst aber. Wieso? Wieso ich? Das ist ja gar nicht auszuhalten. Na, endlich frische Luft. Du sagst es. Freut euch nicht zu früh. Mir ist nicht gut. Oh nein, jetzt stinkt's schon wieder. Hilfe! Hey, ich will Hilfe. Ups, das wollte ich nicht. Lasst uns gemeinsam nachschauen. Yeah, es ist Hubba Bubba. Ja, jetzt müssen wir die Kärtchen ziehen. Was hab ich? What? Mann, ich darf nicht mitmachen. Okay. Ich darf den Kaugummi kauen. Wie cool. Lecker. Voll blöd bei einem Kaugummi. Bitte sehr, du kannst anfangen. Klasse, ich hoffe, das wird schmecken.
Moment werde ich genießen. Bingo! Hä? Say what? Ich will gleich alles. Das nicht! Hey, lass mir was übrig! Hey. What? What? Oh Mann, jetzt ist der Kaugummi voller Samba. Das war lecker. Ich hab keine Lust mehr. Das geht gar nicht. Hey, schon wieder. Igitt.